Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 2 im Hardcore-Modus mit der Zauberin. Wir haben jetzt fast alles zusammen für Kalims Wille. Wir brauchen noch den Kultflegel, den finden wir in Travinkal. Aber vorher müssen wir noch mit Ashara sprechen für die Quest mit dem Gibbon, wie auch immer. So, was hat Ashara denn uns zu erzählen? Hallo, hallo. Ihr müsst okay, das Intro. Sein. Jetzt, wo weniger Eisenwölfe gebraucht werden, um die Docks zu bewachen, haben sich einige freiwillig gemeldet, euch ohne Lohn zu Ah, okay, sie bietet uns jetzt quasi weitere Söldner an. Brauchen wir nicht, wir bleiben bei Razan. Das ist unser Kleiner hier. Der schon relativ viel austeilt. Der ein oder andere wird sagen, ja, der macht zwar 213 Schaden, aber es ist Giftschaden. Was halt eben Schaden über Zeit ist. Ich behalte es trotzdem genau so erstmal, bis ich was Besseres finde. Also ich weiß, dass zum Beispiel 100 Feuerschaden mehr Schaden quasi macht als 200 Giftschaden, effektiv gesehen pro Treffer. Aber erstmal lasse ich es so. Außerdem sieht es einfach besser in den Stats aus. So, extra Gold für Monster brauchen wir nicht. Da gucken wir mal eben kurz unsere Edelsteine an. Kane will uns auch noch irgendwas erzählen oder auch nicht mehr. Das haben wir. Unser 4? Ja. Gut, dann können wir die zusammenpacken. Ah, dieses Geräusch ist auch so widerlich. Macht das, geht gar nicht. So, dann haben wir gleich auch einen Diamanten zusammen. Der Diamant ist das Schöne, wenn wir den in ein Schild packen, verstärkt er alle Widerstandsarten. War nicht sonderlich stark, aber ein perfekter Diamant, davon 3 Stück oder 4 Stück in einem Schild, das macht schon einiges aus. Wir brauchen noch ein paar Mana-Tränke, bevor es weitergeht, weil wir rushen jetzt direkt durch bis Travinkal. Ich möchte, dass ihr ein bisschen was sehen könnt. In den Folgen, ich habe das letzte Folge schon erzählt, ich möchte nicht mehr so langsam rumhuschen. Achso, ich kann ihn ja, mir stimmt, ich vergesse das immer wieder. Und meine Zitterrüstung. So, ich möchte jetzt schnell durchgehen, damit ihr was eben erlebt, ne? Also ich bin zwar vorsichtig immer noch, einfach weil ich halt eben Hardcore spiele, ich habe Angst zu sterben. Dennoch möchte ich keine langweiligen Folgen haben, wo man mich nur farmen sieht oder so. Das guckt sich doch keiner an, das will keiner sehen. Und ich will so auch nicht spielen. Weil ob ich jetzt Hardcore spiele, das ist der falsche Skill. Ob ich jetzt Hardcore spiele oder nicht, das ist nicht mein Spielstil. So. Bei mir gibt's Hodruff. Immer mitten in die Fresse rein. Alles andere kann ich mich nicht mit identifizieren. Hier ist der Wegpunkt. Da war ein Zauber, das habe ich gehört. Gibt Widerstand, brauche ich nicht. Habe ich eh voll. Was kann der Zauber? 3 zu Stärke. Ja, nehmen wir erstmal mit. So, das passt auch. Breitschwert. Ach, das war ein extra Gegner. Wen haben wir denn hier? Übelbieger der Schnelle. Und ein Riesenzauber, ein ledierter Smaragd. Das nehmen wir alles mit. Binden wir uns mal den Mana-Trank. Was kann denn der Riesenzauber? 1 bis 17 Blitzschaden, 13 Verteidigung. Halleluja. Na, das, das nehme ich doch mit. Giftwiderstand 6, 3 Stärke. Alter, aber der ist echt. Der ist echt nett. Die sind eigentlich auch scheiße, aber solange ich noch nichts Besseres habe, egal. Wobei Geschicklichkeit und Angriffswert ist halt auch für unsere Trefferwahrscheinlichkeit wichtig. Ne, wie sehen wir es hier? Chance beim Treffer auf Prügler bei 82%. Mit einem hohen Angriffswert verbessern wir das natürlich. Wobei ich mir nicht sicher bin, beziehungsweise ich weiß es gerade einfach nicht. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Zählen diese Trefferwahrscheinlichkeiten auch für Zauber? Oder ist das nur für Nahkämpfer, also beziehungsweise für Melee-Schaden? Das weiß ich jetzt gerade nicht. So. Ah, es gibt ja... Oh, warte, das muss ich tatsächlich noch machen. Es gibt ja hier noch die Quest in Kurast mit den Tempeln. Das will ich doch vielleicht auch nochmal eben in dieser Folge erledigen. Und zwar gibt es hier diese Tempel. Ich jump hier einfach mal rein. Und einer von diesen Tempeln, es gibt glaube ich 6 Stück, 2 pro Map,
Unterkuras, Basarfankuras und Oberkuras. Einer von denen hat ein Special Item. Und da werden wir noch eben ganz kurz gucken, ob wir das finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt schon der falsche Tempel ist. Aber ich kann mich auch irren. Und das Schöne ist, hier kann man auch gut drin leveln. Weil eigentlich immer ein Sondergegner noch dabei ist. Ey, sag mal. Sterben oder was? Alles klar. Zersetzte Köpfe, also alles für den Totenbeschwörer. Hier ist schon der zweite graue zersetzte Kopf. Gucke ich mir alles nicht an, ich kann eh nicht muhlen, also zwischen den Charakteren hin und her tauschen. Da sind die Extra-Gegner. Heulbestie diesmal. So, den Heiltrank muss ich mir mal eben wieder aufnehmen. Mana-Tränke haben sie gar nicht fallen lassen, aber das war eh der falsche Schrein. Weiter geht's. Großer Zauber. Also zaubertechnisch ist das ja hier echt Wahnsinn. Giftwiderstand 8%. Nett. Nett, nett, nett. Nicht genug Mana. Ich hab echt keine Mana. Ich hab echt nicht mehr genug Mana. Das ist ja. Das kann ja gar nicht wahr sein. Boah, jetzt bin ich aber auch hier sehr mutig gerade. Dammte einfach mitten rein. Habe ich nicht noch vor ein paar Folgen behauptet, ja, so dieses Hin- und Her-Jump ist mir zu gefährlich, will ich nicht machen? Ja. Ups. So, hier ist es auch nicht. Hier ist doch noch ein zweiter Tempel irgendwo. Wo ist der denn? Ach nee, hier, Damm von Kurast und Travinkal kann das ja auch noch sein. Stimmt. Oh Gott. Warte mal, ich muss aber eben ganz kurz in die Stadt mir ein paar Tränke holen. Oh, das war sogar knapp gerade. Hei, 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 hei. So, tschüss. Ormus, Handeln, Tränke. Dankeschön. Die behalte ich tatsächlich alle mal. Wobei... Ja doch, komm, behalten wir erstmal. Was für ein... Ja, was für ein Glück Kalims Gehirn, das hat er uns, glaube ich, schon erzählt. Drei davon, das ist doch was. Kommt mal her. Auge, Hirn und Herz, tschüss. Und da rein. Ich mache gerade ein bisschen an auf Speedrun, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist gefährlich. Sollte ich vielleicht lassen? Tatsächlich habe ich mir fest vorgenommen, jetzt wo ich die Einstellung gefunden habe, wo ich auch streamen kann. Beziehungsweise wenn das so klappt, dass ich dann zum Beispiel Speedruns mal streame. So. Ich sehe gerade hier nebenbei ausgelassene Frames wegen Codierungsverzögerung. 346 von 31.000. Aufnahme läuft aber flüssig, ne? Ja, okay. Muss ich mal drauf achten. Das ist, glaube ich, nicht gut, wenn da allzu viel verloren geht. Dann ruckelt nachher die Aufnahme, das will keiner sehen. Ich natürlich auch nicht. Ich brauche Mana. Oder warte mal, waren die sechs Tempel Oberkuras? Damm. Ne, hier ist einer. Was sieht da, hier war noch irgendwas. Auch falsch aus. Ich bilde mir ein, dass der richtige Tempel so aussieht, man kommt rein und hat eine Doppeltür, wo man gleich durch muss. Kann natürlich auch sein, dass das Schwachsinn ist. Oh, Alter, was ist denn hier los? Können wir da einfach mal umkippen, bitte? So, Level Up. Sehr nice. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Landknechtspieß, Heiltränke nehmen wir mal alle mit. Die ballern wir uns auch einem alle rein. 10% Chance, bla, tschüss. Energie. Jetzt haben wir nämlich Level 24. Jetzt kommt Blizzard ins Spiel. Blizzard sieht folgendermaßen aus. Wir casten das. Und dann kommen da diese Eiszapfen runtergeballert.
Level 24 schon. Heieieieiei. Ihr seht, das ist halt Damage over Time, also Schaden über Zeit und AOE, also und Flächenschaden. Was sehr schön ist. Boah, ich muss mich da mal etwas zusammenreißen gerade. Ich mache gerade ein bisschen viel Dünnpfiff, also ein bisschen viel Mist. Das gefällt mir nicht. So, Gürtelheiltrank, na, Mana-Trank. So. Kriegsstab können wir uns mal angucken. Auch wenn er weiß ist, der kann halt trotzdem ein paar schöne Eigenschaften für die Zauberin haben. Aber hatte der jetzt tatsächlich nicht. So, hier ist noch ein Schrein, den nehmen wir mit. Gut, das war also auch der falsche. Ich hab's ja fast schon vorausgesagt. Wobei, mit meinen Voraussagen hatte ich ja auch gesagt, da bin ich jetzt etwas vorsichtiger. Da ist ein extra Gegner. Wir gehen mal lieber etwas auf Abstand. Auch wenn das nur ein Höllenschwamm ist, der hat nämlich eine Aura und ich weiß nicht, wenn er die Prügler da verstärkt, muss nicht unbedingt so sein. Obwohl, down sind sie schon. Der Höllenschwarm. Haben wir Mana-Tränke? Mana-Trank, jupp. Mana-Trank noch ein. Passt. Nicht genug Mana. Hier ist ein extra Prügler. Ein gehörnter Helm. Den gucken wir uns natürlich gleich an. Der ist extra schnell. Deswegen frieren wir ihn mal ein. Brustpanzer, Regenerationstrank, nehmen wir alles mit. Mana-Tränke ist auch gut. So, da hinten war ein gelber gehörnter Helm. Den gucken wir uns an. Wieder bei 12 Minuten und ich habe schon wieder nichts geschafft. Ist nur für einen Barbaren. Okay, da kann ich mir das auch sparen und ist ätherisch. Juckt mich also alles nicht. Ätherisch bedeutet halt eben auch weniger Verkaufswert. Das heißt, es lohnt sich nicht mal, den anzugucken, um ihn zu verkaufen. Ich brauche Mana. Deswegen schmeiße ich ihn gleich weg. Juckt mich da nicht. So, hier ist auch nichts. Wo ist denn? Hier muss so ein zweiter sein. Nicht genug Mana. Sind doch immer zwei. Hier ist der zweite. Boah, hier haben wir gleich ein super Begrüßungskomitee. Auch sehr nett, gleich so die Mobs gegenüber zu haben. Boah, heieiei, hallo. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber das Spiel versucht mich, glaube ich, gerade umzubringen. Boah, Alter, sind die schnell. Boah, Hassa, was war das denn? Heiltrank, Geld. Das hier richtig? Ja, das hier ist richtig. Hier ist es. Der Lahm-Esens-Foliant. Der gibt nämlich noch die zusätzliche Quest hier. Sprechen Sie mit Alcor. Und das machen wir auch gleich. Der Lahme-Esel-Foliant, wie ich ihn gerne nenne. So. Kann ich hier reinpacken? Nee, warte mal, das machen wir lieber so. Dann sammeln wir uns die wieder. Alkohol ist da oben rechts, aber ich brauche erstmal neue Tränke. Zack, zack, zack. So, 118 Feuerschaden. Nehmen wir mit. Alkohol, ich hab da ein Buch für dich. Ihr habt das Buch gefunden. Es dürfte uns einen Einblick in die Natur der großen Übel geben. Ah, aber was euch betrifft... Ja, was uns betrifft. Das schwarze Buch der Hölle einen schwarzen Tag bescheren. Was uns betrifft, wir kriegen 5 Statuspunkte, die wir zusätzlich verteilen können. Und die baller ich natürlich alle erstmal in Vitalität, Leben und Mana. Das ist das wichtige Moment. Nicht in der Stadt. Achso, in der Stadt kann ich natürlich nicht teleportieren. Zack, zack. Und Eisrüstung. Und dann begeben wir uns zumindest noch nach Travinkal. Um dann in der nächsten Folge den Hohen Rat besiegen zu können. So, hier sind wir nämlich gestartet. Die Quest haben wir. Jetzt kommen wir gleich zum Damm von Kurast. Da ist er schon.
Und wir werden standardmäßig wie in jeder neuen Map hier von Gegnern begrüßt. Hier wäre noch so ein Heiligtum gewesen und hier wäre noch so ein Heiligtum gewesen. Sind uns jetzt völlig egal. Wir haben das Richtige schon gefunden und haben den Lahm-Esens-Folianten. So, das hier ist Travinkal. Travinkal, die Tempelstadt. Hier müssen wir vorsichtig sein, weil hier sind die Fanatiker schon echt stark. Gerade jetzt Blizzard wird gefährlich, weil die können das nämlich auch, hier die Hierophanten. Da weiß man nämlich manchmal gar nicht, kommt der Blizzard von mir oder kommt der von denen. Also rennt man einfach so einen Blizzard rein und anstatt halt da einfach durchzurennen, kriegt man da auf einmal den Schaden. Hier, da seht ihr es zum Beispiel, der war nicht von mir. Das, da muss man wirklich vorsichtig sein. Hier, der war es nämlich. Der macht die Blizzards. Ich finde es ehrlich gesagt auch schön, dass sich die Firma mit einer Attacke hier verewigt hat. Ne? Die Firma, die Diablo 2 oder beziehungsweise die Diablo-Reihe allgemein halt gemacht hat, war ja Blizzard. Die unter anderem für World of Warcraft verantwortlich sind, falls es nicht jeder weiß. Aber doch, das weiß eigentlich jeder. Eure Sache gut gemacht. Eure Tapferkeit und euer Mut sind uns allen ein Vorbild. Aber nun müsst ihr euch denen stellen, die für das Böse verantwortlich sind, das über unser Land gekommen ist. Ihr müsst den Hohen Rat der Zakarum vernichten. Vor langer Zeit wurde diesen Ältesten auferlegt, über Nephisto zu wachen, den Herrn des Hasses, der unter dem Wachturm gefangen ist. Im Lauf von Generationen gerieten diese bedauerlichen Männer immer mehr unter den Einfluss von Mephistos böser Macht und der Rat wurde zum Zerrbild seiner einstigen Größe. Mephistos Hass hat Zakarum verdorben und aus seinen gläubigen Anhängern paranoide Fanatiker gemacht. Darum müsst ihr zur Tempelstadt Travinkal reisen und den Rat vernichten. Wenn er nicht mehr existiert, wird Mephistos Macht über dieses Land und seine Bewohner gebrochen sein. Alles klar, danke Ormus. Wir haben jetzt quasi eine Questaktualisierung gekriegt über den Hohen Rat der Schwarzen Tempel. Suchen Sie in Travinkal nach dem Schwarzen Tempel. Brauche ich nicht suchen, ich weiß, wo der ist. Aber wie der Hohe Rat aussieht und was er kann und wie gefährlich er wird und ob wir es überleben, das, meine lieben Freunde, seht ihr in der nächsten Folge. Wie immer... Ein Weilchen und hör zu. Danke, Kane. Wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, gerne auch ein Abo. Ich habe ja noch andere Sachen, die hier laufen, nicht nur Diablo. Und wenn es euch nicht gefallen haben sollte, dürft ihr es gerne auch disliken, aber mit der Info, warum. Ich möchte lernen, ich möchte mich verbessern. Ich möchte Content bieten, der mir und euch Spaß macht. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.